Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Daily Challenge bei Rayman Legends. Heute geht es ab in Murphys Katakomben und es war gleich der erste Versuch, der uns direkt auf Goldfisch gebracht hat. Und den möchte ich euch hier nochmal ganz kurz zeigen. Das ist heute wirklich einfach. Ich weiß, meine Aufnahme kommt heute ein bisschen später am Abend. Ich war heute nicht mehr unterwegs, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch hier noch nachliefern, falls es noch ein paar Probleme gab. Aber wie gesagt, heute ist es eigentlich so leicht, dass es keine Probleme gibt. Die paar Knackpunkte, die drin sind, möchte ich euch aber trotzdem noch zeigen. Ansonsten die schon länger den Channel verfolgen, sollen eigentlich schon. Es ist kein schlimmer Versuch, aber wie gesagt, dadurch, dass das gleich der erste war, wollte ich euch den zeigen. Vielleicht mache ich auch nachher noch mal ein Update. So, wir sind inzwischen schon bei 350 Metern. Hier war schon gleich die entsprechende Pause. Nehme ich nicht. Okay, ich habe schon das Auge drüber springen. Alles ganz normal, alles bekannt. Hier drüber hoch. Gleich auf den nächsten Level. Den ziehen wir drüber, sollten wir eigentlich normalerweise nicht direkt drüber ziehen. Wie gesagt, dadurch, dass es der erste Versuch war, passen wir durch. Also die, ich kann die Strecke noch nicht fehlen, aber den abschneiden. Da einfach drauf achten, sobald wir am ersten Zacken sind, den ganzen auslösen, dann können wir ohne Probleme durch, können direkt durchgehen. Hier auch den zweiten abschneiden, das ist im Moment hier am Anfang noch falsch. Haben wir noch die Wildheit in die gelbe Tasche gedrückt. So, hier immer Sprungschlag, Punkt, Sprungschlag. Weiter, wir haben inzwischen, glaube ich, schon Silberreif. Genau, das war so bei 840 Meter ungefähr. Hier schön drüber springen, ganz langsam hoch. Einfach hier runterfallen lassen, direkt hoch. Rüber, vielleicht noch schnell auslösen, dass wir hier drüber kommen. Einmal rüber schieben, hoch. Den nicht rüberziehen, sonst sterben wir. Rüber, ihn rüberziehen. Weiter geht's. Hier den Ring nach oben. Einmal hochziehen. Und können wir auch einfach wieder runterfallen. Viele Augen klatschen. Abschneiden rüber. Da habe ich auch einen ganz kleinen wenig gezittert, wenn ich es gesehen habe. Rüber. Mal klatschen, rüberziehen, weiter auf den Ring, hatten wir gerade schon mal die Szene, genau die gleiche. Rüber, auch nochmal den abschneiden. Den nicht nach oben ziehen, einfach rüber springen. Rüber, Augen klatschen. Und rechts, jetzt müsste eigentlich schon ungefähr die Rückgrenze kommen. Ja genau, das hier ist normalerweise, das sieht zu schwer aus, deswegen mache ich hier auch ein bisschen langsamer. Selbst wie hinten das Feuer entgegenkommt. Nochmal geht es, steigert es langsam und da ziehe ich leider zu spät den Hut. Und verpeile das Ganze. Allerdings 1551 Meter, das ist eine schöne Marke für heute. Und ja, ich hoffe, es hat bei euch auch direkt geklappt. Ansonsten könnt ihr hier das Ganze ja nochmal ein paar Stellen in Slow Motion sehen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Daily Challenge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao!